Hallihallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge The Book of Unwritten Tales 2. Alles frisch kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir sind mittlerweile von Wilbur auf Ivo umgeswitcht. Beziehungsweise wir sind aus der Höhle noch nicht rausgekommen, aber das Spiel hat uns erstmal rausgeworfen. Ja, unsere schwangere Prinzessin hier, die ist hier mit ihrem Hippogreif angelangt. Den hat mittlerweile auch die Tochter der Vermurans mitgenommen. Und ja, wir haben hier unten in der Stadt hier schon mal alles gemacht. Wir haben auch mit dem hier schon ausreichend gequatscht, mit dem Reporter. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hinauf zum Tor, gucken mal, was wir da noch so finden. Da gibt es einmal die Oberstadt, den Müll, Verkaufsstand und die Mauer. Früher bin ich da mit Leichtigkeit hochgeklettert, aber momentan würde ich lieber für ein Stündchen die Füße hochlegen. Nein, Ivo, du lässt dich von dieser Sache nicht aus dem Konzept bringen. Der Marktstand eines Händlers könnte dem reizenden Gesellen oben auf der Mauer gehören. Er scheint noch normale Dinge zu verkaufen. Vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch er Panda-Beeren und Bubble-Tea anbietet. Ja, wenn die Waren natürlich auch verwandelt werden, dann ja. Seefels. Ich habe nie verstanden, warum so viele Menschen auf so engem Raum leben wollen. Die ganze Stadt ähnelt einem Müllberg über einer Kloake. Trotzdem zog es nach dem Krieg jeden hierher. Seefels steht für Freiheit, die weite Welt, Erfolg. Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Sagen sie immer. Ah, da ist Plumpsklo. Ah, da ist die Tür offen, oder? Am Plumpsklo hängt ein erstaunlich großes Vorhängeschloss. Da gönnt jemand seinen Mitmenschen keine kostenlose Erleichterung. Wem das wohl gehören könnte, das Klo? Am Plumpsklo hängt ein erstaunlich großes... Da gönnt jemand... Die Dit. Halt! Papiere bitte! Oh, Jedi Trick. Du brauchst meine Papiere nicht zu sehen. Ich bin keiner der Terroristen, die du suchst. Du versuchst irgendeinen Elfenzauber, oder? Nein, ich bin nur keine Terroristin. Ich bin Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Oh, Prinzessin Ivo. Ich habe sie nicht gleich erkannt. Sie sehen so anders aus. Nein, nicht fett. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Sie früher schon so schlank waren, Herr... Schildträger. In der Tat. Seit damals ist einiges passiert. Sagen Sie, das Artefakt des Schicksals, es könnte mich doch zurückverwandeln, oder? Könnte es wohl. Nur weiß niemand, wo es versteckt ist. Mich eingeschlossen. Erzmagier Alistair hat unser beider Gedächtnis gelöscht, nachdem wir es versteckt hatten. Natürlich hat er das. Mit Sicherheit mit so einem Blitzdingsgerät. Ist er verwandelt? Er hat auf jeden Fall keine Rüstung mehr an, ne? Und keine Ahnung, was soll das für eine Kutte sein soll. Diese Zuckerbäckerwelt da unten. Was hat es damit auf sich? Die ehrenwerte Ratsvorsitzende Van Buren räumt in der Stadt auf. Seefeld soll eine schöne und friedliche Stadt werden. Hier gelten Regeln. Und die Bewohner der Stadt haben dem zugestimmt? Nun, es gab keine Wahl in dem Sinne. Nach dem schrecklichen Mord am Erzmagier war die Ratsvorsitzende die einzige Kandidatin. Eine Wahl wäre da nur Vergeudung von Steuergeldern gewesen, nicht wahr? Sie will schon wieder mit der Ratsvorsitzenden reden? Sie hat doch schon die Möglichkeit. Ich habe einen Termin mit Ratsvorsitzender Van Buren. Bring mich zu ihr. Sind Sie sicher? Ich meine, sie hat mir gar nichts... Bespricht die Ratsvorsitzende ihre Termine gewöhnlich mit ihrer Stadtwache? Das nicht. Ich bin in offizieller Mission hier. Meine Mutter, die Königin, schickt mich, um der Ratsvorsitzenden Van Buren unsere Aufwartung zu machen. Gibt es da ein Problem? Natürlich nicht, Eure Hoheit. Kommen Sie. Danke, das wäre alles. Aber... Ratsvorsitzende Van Buren? Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, du! Was bringst du die Elfe hier herein, Schildträger?
Die Elfe ist Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Ich bin im offiziellen Auftrag meiner Mutter, der Königin, hier. Prinzessin Ivo? Welche Ehre! Wie kann ich euch behilflich sein? Die neue Deko in der Stadt, ne? Wie ich sehe, wurde auch hier drinnen umdekoriert. Hübsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Königin des Waldlandreichs Dekorationstipps von mir holen will. Nein, nun wirklich nicht. Mich wundert nur, dass die Bewohner der Stadt nichts gegen den neuen Stil einzuwenden haben. Prinzessin Ivo, wie kann ich eurer Mutter behilflich sein? Ja, unser Waldlandreich muss schöner werden. Wir haben die traurige Nachricht vom Tod des Erzmagiers erhalten. Ja, ganz schrecklich. Fast nicht zu glauben. Ein solch mächtiger Magier wie Alistair einfach so ermordet? Die Ratten und dieser Wetterquarz. Sie haben ihn hintergangen, meine Liebe. Aber keine Sorge, wir sind auf der Suche nach ihnen. Wir lassen jedes Rattenloch in der Stadt versperren. Ich kenne Wilbur Wetterquarz und Remy de Dumas. Wir sind befreundet. Was muss ich da hören? Befreundet mit Terroristen? Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt der allerglückste Satz. Ich glaube diesen Terroristenquatsch keine Sekunde. Wenn es in dieser Geschichte zwei Seiten gibt und auf einer stehen Wilbur und Remy, nun, dann bin ich mir sicher, dass auch Alistair auf jener Seite stand und dass es die richtige für mich ist. Ihr seid also eine Terroristin und gebt das ganz freimütig zu? Ich bin eine Königstochter auf diplomatischer Mission und mache mir ein Bild von der Lage. Ja, der Hippogreif, das ist wohl wahr. Der ist ja auch hier, denn hat sich ja die Tochter konfisziert. Wissen Sie, wie schwierig es ist, einen voll ausgebildeten, edlen Hippogreif zu bekommen? Er hat mich einen Topf voll Gold gekostet. Ich stelle euch gerne einen Schuldschein aus. War das alles? Das letzte Mal, als ich hier war, quoll die Stadt über vor Menschen. Ja, wir haben aufgeräumt. Diese Zeltstadt vor den Toren war doch unwürdig. Dem stimme ich zu, nur wo sind die Flüchtlinge? Weg. Und deshalb können die Bürger dieser Stadt nun wieder ein anständiges, geordnetes Leben führen. In Zuckerbäckerhäusern. Ein anständiges, geordnetes Leben nach deinen Maßstäben? Nach den richtigen Maßstäben. In Seefels gibt es kein Verbrechen mehr. Keine Bettler, niemanden, der die Regeln bricht. Wie könnte ich da den Rest der Welt in einem Zustand aus Chaos, Sittenlosigkeit und Verrohung belassen? Ihr könnt den Menschen eure Vorstellungen nicht aufzwingen. Sie müssen euch aus freien Stücken folgen. Oder eben nicht. So war es vielleicht früher einmal. Aber heute gibt es Mittel und Wege, effizienter zu regieren. Ja, das war es wohl mit dem Gespräch, ne? Ende der diplomatischen Mission. Wenn das euer letztes Wort ist, habe ich genug gehört. Auf Wiedersehen. Moment! Ihr wollt nicht zufällig losgehen und ein bestimmtes Artefakt holen, oder? Selbst wenn ich wüsste, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet, ich würde es nicht einsetzen. Ah, Alistairs Mädchen. Aber du wirst einsehen, dass ich kein Risiko eingehen kann. Schildträger! Ins Gefängnis mit ihr! Was? Aber Lady Van Buren, sie ist eine Gesandte der Königin und deren Tochter. Ich werde dem Waldlandreich einen Besuch abstatten und das klären. Von Königin zu Königin. Von Königin zu demokratisch legitimierter Anführerin. Ja, kommen schon, sie, fällt die Fassade. Kommen Sie bitte mit, Prinzessin. Wer mir zu nahe kommt, bekommt die Kiste auf den Schädel. Das ist aber ein schöner Würfel. Hast du den gemacht? Ja, es kann alles machen. Tatsächlich? Und du denkst dir all diese schönen Dinge selber aus? Ein paar stehen auch in meinem Buch. Der Froschkönig. Die Geschichte habe ich immer besonders gerne gemocht. Hier,
Spielt schön mit deinem Würfel. Der Froschkönig, hm? Raus mit ihr! Kommen Sie bitte mit. Im Gefängnis sind Sie wenigstens sicher. Nein, auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Die schwangere Prinzessin des Waldlandreichs im Gefängnis. Zum Glück hat der Reporter gerade seine eigenen Probleme. Hey, psst, Kleiner. Kennst du eine Ratte namens Remy de Dumas? Du bist doch Ivo, oder? Oh, kennen wir uns? Ich bin Onkel Remy nachgeschlichen und habe mich versteckt, als ihr diese ganzen Festessen und Empfänge hattet. Du warst da und Wilbur, Kapitän Nate und das Vieh und Erzmagier Alistair. Es war immer alles sehr feierlich. Kannst du Wilbur oder Remy holen, damit sie mich befreien? Ich kann dich befreien. Ich bin im Widerstand. Ja, natürlich, aber vielleicht wäre dein Onkel... Der ist auf einer Mission. Aber zum Glück ist hier eine Ratte, die einer Prinzessin in Not helfen kann. So. spielen wir jetzt Timmy? Wie lange soll diese Verdammte noch so gehen? So lange, bis du gelernt hast, die Plakate ordentlich und gerade anzukleben. Und du solltest mehr darauf achten, was du sagst. Wir spielen tatsächlich echt Timmy. Nein. Auch das hängt nicht ganz in Ordnung. Versuch's nochmal. Was machen wir denn jetzt mit dem Plakat? In dem Eimer scheint Kleister, Trollspucke oder ein anderer Klebstoff zu sein. Der Eimer ist deutlich zu groß und zu schwer für mich. Selbst den Quast könnte ich wohl nicht aus dem Kleister ziehen, bevor Herr Fuchs oder Herr Schildträger mich entdecken. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. Und ich habe auch schon eine andere Beschäftigung gefunden. Hopp, hopp! So, da wird er herumkommandiert hier, der Fuchs. Herr Fuchs ist damit beschäftigt, Wanted-Plakate anzukleben. Ja, das dürfte sich noch ein paar Stunden hinziehen, wie es aussieht. Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Viele sagen, Herr Schildträger sei die schlechteste Stadtwache, die Seefels jemals hatte. Wir Ratten sehen das anders. Er ist faul, nicht sonderlich clever und falls er mal durch die Straßen patrouillierte, schepperte und quietschte seine Rüstung so sehr, dass man ihn von weitem hörte. Ist doch super. Eigentlich vor allem unterhaltsam. Die Tür sieht ziemlich massiv aus und ist bestimmt abgeschlossen. Und selbst wenn nicht, Schildträger würde bemerken, wenn sie geöffnet wird. Ich muss ihn loswerden. Am besten alle beide. Da ist er am Stuhl. Ein ziemlich protziger Stuhl, auf dem Schildträger gerne sitzt. Versuch's nochmal. Früher hatte er einen Liegestuhl, aber den hat man ihm wohl irgendwann verboten. Naja, der ist jetzt nicht weniger protzig, ne? Das Feuer brennt jede Nacht. Früher hat sich Herr Schildträger gerne Würstchen und dergleichen darüber gebracht. So gehen? Aber seit er eine Dimension eingebüßt hat, ist es damit vorbei. Was er wohl tut, wenn es mal regnet? Was du sagst. Ein paar Stückchen verkohltes Holz sind durchs Rost gefallen. Ich schnapp mir eins davon. Was bauen wir hier gerade schon wieder? Nein, auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Das Zeichen des Widerstands. Das sollte überall in der Stadt hängen. So, und jetzt das Ganze wieder aufs Plakat leben, ja. auf die Plakate legen, so rum.
Es ist nicht meine Schuld, dass du dich nicht mehr mit deinem Essen ablenken kannst. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. Und ich habe auch schon eine andere Beschäftigung gefunden. Hopp, hopp! So, jetzt müsste doch eigentlich das richtige Plakat gleich kommen, ne? Ups. Wie, der macht es? Geht gerade nicht. Geht gerade nicht. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber das hier ist doch... Und unterhaltsam. Eigentlich vor allem unterhaltsam. Also wie viele Versuche braucht er überhaupt, ein gerades Dings zu machen? Das Zeichen des Widerstands, das sollte überall in der Stadt hängen. Das könnte gehen. Auch das, wenn Herr Schildträger das Rebellensymbol auf dem Rücken kleben hätte, würde er sicherlich versuchen, es so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Aber ich kann nicht einfach hingehen und ihm das Plakat auf den Rücken kleben. Wenn er mich bemerkt, reicht ein Schlag. Und das war's mit mir. Wie lange soll diese verdammte noch so gehen? So lange, bis du gelernt hast, die Plakate... Ein einzelnes Widerstandsplakat am Aushang dürfte keinen Unterschied machen. Achten, außerdem komme ich da nicht hoch. Zeit, Herrn Schildträger zur Werbefigur des Widerstands zu machen. An die Stuhllehne? Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Und dann? Ach so, da hockt sich jetzt hin und dann zack hat er das Ding am Rücken, ja? Was zum... Was ist das? Hey, Fuchs, hab ich da was auf dem Rücken? Kannst du was sehen? Und ob ich was sehen kann? Was ist da? Klebt da was? Was würde die Ratsvorsitzende wohl dazu sagen, wenn ihre eigene Stadtwache Propaganda für die Rebellen macht? Propaganda? Aber ich hab doch gar nicht... Kein Problem. Ich werde sie schon entfernen. Könnte ein wenig wehtun. Aber nein! Haltet diesen Widerstandssympathisanten! So, dann ist der Weg frei. Kriegen wir Ivo da jetzt wieder raus? So, da liegt ein Schlüsselbund. Am Schlüsselbund der Stadtwache sind 3 Schlüssel. Einer davon dürfte für die Eingangstür der Wache sein, ein anderer für die Zellen. Na also, Timmy ist doch ein kleiner Held hier. Das ist schon das 2. Mal, dass ich einen der größten Helden Aventasiens befreien muss. Timmy Mauskowitz, Befreier von Helden. Selbst wenn ich eine Möglichkeit finde, das Schlüsselloch zu erreichen, ob ich die Tür aufdrücken kann, sieht verflucht schwer aus. Naja, ansonsten gibt's halt Ivo. Achso, wieso hat denn der das gar nicht im Inventar? Ivo, ich habe die Schlüssel! Tatsächlich? Gut gemacht. Kommst du ran? Nein, aber hier drin ist eine Decke, die ich in Streifen reißen kann. Das wäre das. Du bist ganz dick. Ich bin schwanger. Irgendwie. Wo sind Wilbur und die anderen? Im Untergrund. Ich sag ihnen Bescheid, dass du hier bist. Aber wo... Und nu? Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ach, guck mal, haben die da die Arme wieder? Ne, das sind die Beine da, ne? Die da vor sich liegen hat. Wenn es zu einer Revolution kommt, müssen Statuen immer als erstes dran glauben. Ich weiß nicht, wen diese Statue darstellt, aber ich bin mir sicher, dass die Leute der Ratsvorsitzenden sie verunstaltet haben. Nicht so ganz, vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie der kleine Rattenjunge mich aus dem Gefängnis geholt hat. Ich glaube, er kommt ganz nach seinem Onkel. Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Unter dieser Regierung würde ich das als Auszeichnung betrachten.
wenn ich meinen Job... Da haben wir noch Plakate und wir haben noch den... Eigentlich der Eimer, oder? Vom gefeierten Helden zum Staatsfeind Nummer 1/2. Steile Karriere, Wilbur. Ein Eimer mit einer übel riechenden, klebrigen Schleimmasse. Wenn ich sowas mal brauche, weiß ich, wo ich es finden kann. Ja, man riecht es wahrscheinlich ziemlich weit. Okay. Geht's hier noch irgendwo weiter? Heißhunger? Salzige Brezel mit Zuckerguss überzogene Krapfen, die zusammen mit scharfem Senf und etwas Sauerkraut. Das wär's jetzt. Ich glaube, das Baby versucht, mich mental zu beeinflussen. Ich hatte noch nie Heißhunger auf Fischstäbchen mit Vanillesoße. Oh, was für eine Delikatesse. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Seefels ist dieser Tage ein gefährliches Pflaster. Aber hier draußen kann ich wenigstens etwas dagegen tun. Achso, da können wir ja sogar wieder zurück in die Schule. Sieht nicht aus, als wäre die schon mal benutzt worden. Auch hier schon wieder ein Satz, der nicht ordentlich vertont oder eingespielt wurde. Also ich glaube, vertont schon, man hat irgendwas so im ganz, ganz, ganz tiefen Echo gehört. Vermutlich wurden all diese Waren angeliefert oder zumindest bestellt, bevor Van Buren die Macht übernommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Luftschiffkapitän, der noch alle Tassen im Schrank hat, im Augenblick Seefels anfliegen würde. Naja, Nate würde das. Alles wirkt ruhig und friedlich, wenn man den Sternenhimmel betrachtet. Dabei gibt es dort oben unfassbare Gewalt und große Tragödien. Wir schauen nur nicht genau genug hin. Was ist denn das? Och. Er erzählte mir von fremden Welten und manchmal, wenn die Nacht besonders klar war, glaubte ich mit bloßem Auge die Sternenschildkröte erkennen zu können. Echt ein bisschen ärgerlich, dass hier sich jetzt so mitten im Spiel solche Sachen da einschleichen. Der Kran ist neu. Wenn es ums Geschäft geht, waren die Händler in Seefels schon immer sehr innovativ. Einer wollte mir einmal die Lizenz für einen Apfel verkaufen. Der Apfel sollte mir nicht gehören, nur das Recht, ihn zu essen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Geschichte wäre nicht gut ausgegangen, wenn ich mich darauf eingelassen hätte. Ja, Brennholzverleih wäre zum Beispiel auch so eine Thematik. Wilbur hat mir ganz aufgeregt geschrieben, dass ausgerechnet er vom Erzmagier als erster Professor an die Schule gerufen wurde. Ich glaube, er war sehr stolz, aber auch ein wenig eingeschüchtert wegen der Kollegen und der Schüler. Das ist die Art von Sorgen, die wir alle im Moment gerne wieder hätten. Der Magierturm in Seefels ist berühmt-berüchtigt. Man sagt ihm ein eigenes Bewusstsein nach. Er verwirrt die Sinne. Angeblich sind einige Besucher, die der Turm nicht mochte, nie wieder aus seinem Inneren herausgekommen. Ich sollte kein unnötiges Risiko eingehen. Besser, ich rede erst einmal mit Wilbur und den anderen. Ja, wenn wir rausfinden, wo die sind. Von dort oben betrachtet müssen unsere Probleme klein und unbedeutend erscheinen. Alles Gute, alles Böse auf dieser Welt, jeder Elf, Mensch, Zwerg oder Gnom, alle Liebenden, jede Idee, jedes Kunstwerk, alles, was jemals gebaut wurde, all das existiert auf einem winzig kleinen Punkt, umgeben von Schwärze. Und trotzdem ist es wert, dafür zu kämpfen, denn unseren Punkt gibt es nur einmal. Sehr philosophisch. Na gut, dann gehen wir dann wieder runter, dann war das vielleicht die falsche Richtung. Ach, guck mal an. Oh. Oh, du bist es. So spät noch am Arbeiten? Die Arbeit des fleißigen Händlers ist nie beendet. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich fahre in den Urlaub. Ja, mit den flauschigen Tablets, ne? Ich würde sagen, nicht die Arbeit des fleißigen Händlers, sondern das Arbeiten lassen des fleißigen Händlers. Wer kümmert sich ums Geschäft, wenn du im Urlaub bist? Laufkundschaft gibt es eh keine mehr. Wir konzentrieren uns erst einmal auf die Produktion.
Und wenn ich zurückkomme, spreche ich mit der Ratsvorsitzenden über die Erschließung neuer Märkte. Und das sind Tribbles, die du da verkaufst? Frisch produziert. Durch Anstrengungen des Managements konnte die Produktion entscheidend optimiert werden. Dann muss es nur noch jemanden geben, der so etwas haben will. Daran arbeite ich. Jedes Schulkind im Lande braucht so eine magische Schiefertafel, wie ich finde. Ich werde das bei der Ratsvorsitzenden ansprechen. Was meintest du noch? Wo befindet sich der Zugang zum Untergrund? Ich meinte gar nichts. Und du hast da nichts zu suchen. Wo genau wurden diese flauschigen Dinger hergestellt? Nicht im Untergrund. Und dieses Plumpsklo führt nicht dorthin? Nein. Dann darf ich es mal benutzen? Oder ist die Spülung kaputt? Ich weiß nichts vom Untergrund. Ich will nur einen ehrlichen Taler verdienen. Warum gönnt mir das keiner? Ich gebe diese Scheußlichkeiten in der Schule ab. Dann bin ich erstmal weg hier. Ja, ja, ja. Hat er da das Plumpsklo offen gelassen? Eine gute Tarnung für einen geheimen Zugang zum Untergrund. Niemand will allzu genau wissen, wohin die Dinge verschwinden, die man auf dem Plumpsklo zurücklässt. Und vor lauter Aufregung hat der Händler auch noch das Vorhängeschloss vergessen. Hallo? Ist da jemand? Ivo? Bist du das? Wilbur, was machst du nur für Sachen? Naja, also, das war nämlich so. Und dann hat er uns nicht hochgezogen. Und dann kam Timmy und meinte, du wärst in der Stadt. Und dann hast du Wilbur gerufen und ich habe... Danke, ich bin jetzt im Bilde. Eine ziemlich lange Geschichte. Ja, aber auch spannend, oder? Und manchmal witzig und ein bisschen traurig und... Was sind die nächsten Schritte? Wie verwandeln wir den Erzmagier zurück? Also, eigentlich wollte ich... jemand anderes sollte... Wilbur wollte abhauen! Was? Nein, nicht so richtig. Also fliehen. Naja, nicht so richtig. Natürlich nicht. Wir können dieser schrecklichen Van Buren nicht einfach die Stadt überlassen. Und nach allem, was wir wissen, schleicht Munkus hier auch noch irgendwo durch die Gegend. Was unternehmen wir? Als erstes hole ich euch nach oben, schätze ich. Dann können wir zusammen überlegen, wie wir den Erzmagier befreien. Aber Remy hat recht. Solange der Zauberstab nicht zerstört ist, können wir Van Buren nicht besiegen. Meister Alistair wird schon wissen, was zu tun ist. Verlasst euch nicht auf mich. Verlasst euch auf euch selbst und auf eure Freunde. Was? Du musst lauter sprechen. Das hat der Erzmagier immer gesagt. Remy hat ihm geglaubt. Deswegen hat er die Sache selbst in die Hand genommen. Was ist mit Remy? Er verlässt sich auf mich. Ich folge ihm und wir werden einen Weg finden, den Zauberstab zu zerstören. Zieh du die Zombies und Nate nach oben. Und lass dir etwas wegen des Erzmagiers einfallen. Vielleicht können wir uns auch ein wenig gegenseitig helfen. Wir können Gegenstände über den Korb austauschen und über das Loch miteinander reden. Na schön. Klingt wie ein Plan. Hol Esther, Gulliver. Zeit, frische Luft zu schnappen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Wilbur. Schon gut. Unser zweites Kind wird auf jeden Fall Wilbur heißen. Wie sieht's aus, Nate? Lust, die Sterne zu sehen? Ich frage mich gerade, wie groß eigentlich dieses Loch im Plumpsklo ist. Du wartest hier, Timmy. Aber ich kann helfen! Das tust du. Wenn du angsterfüllte Schreie aus dem Loch hörst, dann lass dir was einfallen. Du wirst Onkel Remy doch finden. Klar. Ja, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Wir sind zwar immer noch im Loch mit Wilbur, im Plumpsklo-Loch genau gesagt, aber wir haben ja zumindest mal eine Perspektive nach draußen und eine Perspektive in das dunkle, schwarze Loch.
Da werden wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal hineinbegeben. Ich weiß noch nicht, ob wir da runterkommen, aber ja, deswegen schaut beim nächsten Mal einfach wieder mit rein. Dann geht's weiter mit The Book of Unwritten Tales Teil 2. Alles furchtbar kommentiert. Schönen Tag noch. Tschüss.